Okay, liebe Leute, wir machen hier weiter bei Last Train Home. Und wir sind noch auf dem Weg nach Moskau. Haben in der letzten Folge so ein paar Nahrungsmittel gesammelt, hatten auch einen Unfall mit der Lok, oder ich sag mal eine Panne mit der Lok. Das haben wir repariert. Und alles andere ist jetzt eigentlich wieder okay, wir können weiterfahren. So, der ist geheilt scheinbar, oder? So. Oh, oh. Wir kommen rein nach Moskau jetzt, ja? Logbuch. Sturm am Horizont. Fern der Heimat. Ja, was ist jetzt hier aufgeploppt? Oh, guck dir mal an, ey, was ist das für ein Riesen... Was das für ein Gebiet ist, ja? Krass. Weiterfahren. Großer Bahnhof. Würde mir gerne noch irgendwo einen Waggon klauen. So, wir sind in Moskau. Ein interessanter... Oh, Schwierigkeit. Aha. So. Truppübersicht. Wir nehmen, achso, keine Soldaten mehr frei, nee, die Anforderungen erfüllen. Alle Soldaten. Soldaten mit Kampfrolle. Ja, das ist nämlich er hier. Ich würde ihn schon gerne noch mitnehmen, ja. Wir nehmen ihn mit. Und zwar als Soldat, normaler Gewehrsoldat. Okay, bestätigen. So. Am Bahnhof. Puh, dann geht's los. So, die Aktion bringt dich in die nächste Region und kann nicht rückgängig gemacht werden. Möchtest du wirklich fortfahren? Nicht abgeschlossene Nebenaufgaben und eingesetzte Trupps gehen verloren. Oh, da muss man ganz doll aufpassen, ne? Okay. So, dicke schwarze Rauchschwaden steigen auf und vermischen sich mit den Gewitterwolken. Moskau brennt. Trotz des starken Regens hört man Gewehrfeuer. Major Gazdik geht von Waggon zu Waggon und holt leitende Offiziere für eine Besprechung im hinteren Teil des Zuges zusammen, der sich langsam auf dem Bahnhof zubewegt. Na schön, wie man draußen sehen kann, ist die Lage nicht gerade günstig. In den Straßen Moskaus wird gekämpft. Dort draußen tobt ein Bürgerkrieg, aber wir haben unsere Befehle. Wir müssen rein und uns mit Hauptmann Langer und seiner Einheit treffen. Wir sollen Hauptmann Langer aufspüren und Moskau anschließend gemeinsam verlassen. Das hört sich nicht sonderlich kompliziert an. Stellen wir den Trupp zusammen und ziehen los. Wir dürfen die Gefahr nicht unterschätzen. Eine fehlgeleitete Kugel und das Ganze endet mit einem Blutbad. Und vor allem, wir dürfen nicht zuerst schießen. Die Lage ist schon schlimm genug. Verstanden? Wegtreten. So. Okay, ich werde zur Seite gezogen.
Das wird schon, Hauptmann. Teile Soldaten für die Mission ein. Ich verlasse mich auf dein Urteil. Sie sollen Hauptmann Langer schnellstmöglich aufspüren, aber seid auf der Hut. Ich rechne mit Ärger. Jo, Trupp einsetzen. Jemand im Trupp erholt sich noch. Wer erholt sich denn noch? Ach so, die haben... Oh, er hier. Er ist noch krank. Ah, guck mal, so kann man den nämlich... Da ist das Symbol, ne? Den lassen wir zu Hause. Ja. Bestätigen, einsetzen. So. Eieieiei, ich muss doch mal checken, ob ich mich beim Schwierigkeitsgrad verklickt habe. Da waren jetzt auf einmal 4 Totenköpfe. Ich spiele normalerweise erstmal nur auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, um einmal die Story durchzubekommen. Was zum... Major, der Zug rast mit Höchstgeschwindigkeit auf uns zu. Verdammt, die Roten wollen uns rammen. Legionäre festhalten! General Morozov, ich wusste, wir sehen uns wieder. Sie sind ein Lügner und Feigling. Wieso? Sie zerstören einen Zug mit Kriegsheimkehrern, ohne dass Krieg zwischen unseren Nationen herrscht. Erlauben Sie mir, Sie zu erinnern, dass ich Ihnen eine Wahl ließ, Major. Legen Sie die Waffen nieder und Sie können Sibirien in Frieden durchqueren. Mehr als fair, und das Angebot steht immer noch, ohne den Zug. Befehlen Sie jetzt Ihrer Einheit die Kapitulation. Sie wissen, dass ich das nicht tue. Treu bis zum bitteren Ende. Ich respektiere das. Möge Gott Ihrer Seele gnädig sein, Bruder Gastig. Hä? Was für ein Assi? Hauptmann Langer soll kommen. Er muss einen Plan haben, uns nach Wladiwostok zu bringen. Sie haben Major Gastig ermordet. Wir können das nicht unbeantwortet lassen. Ja, jetzt bin ich nämlich der Chef hier. Das ist jetzt nicht so schön. Das ist jetzt gar nicht schön. Unterdrückungsfeuer. Nutze Unterdrückungsfeuer, um sämtliche Aktivitäten zu stoppen. Ja, das mit dem MG, das hatten wir schon mal. Stabilisierung, Ablenkung. Ablenkung hatten wir noch nicht. Ein Soldat wirft einen Stein. Eieieiei. Ja, liebe Leute. Jetzt ist unser Zug im Arsch. Das ist alles andere als schön. Guck mal, da haben wir jetzt einen Feind erkannt. Ach, du grüne Neune, ey. Okay. Alle stoppen, geht das auch? Gibson. Hier, stoppen. So, ich würde erstmal den Kundschafter, glaube ich, einmal her. Geht das? Ja. Wie weit kommt er, ohne sich bewegen zu müssen? Ah, okay. Wie kann ich denn das aufklären, ohne dass ich neu klicken muss? Okay, da scheinen erstmal nur 2 zu sein.
Okay. Oh, die greifen mich an. Okay, die haben mich entdeckt. So. Oh, die greifen automatisch an, ne? Trupp hat sich entwählt. Angreifen ist U. Okay. Hier sind noch ein paar. Hier sind noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Oh, er ist schon ein bisschen verletzt. Wo haben wir denn jetzt wieder Gegner gefunden? Da ist einer. Das ist ein einzelner. Erstmal stoppen. Und angreifen. Nee, halt, das ist Quatsch. Die Hotkeys sind ein bisschen ungünstig gelegt, finde ich. Kommen die hier rüber? Nee, die. Ah, guck mal, doch, die kommen da rüber. Kommen wir noch gerade so vorbei an dem. Gewehrmunition. Der Trupp entwählt sich immer. Falsche Taste. Jetzt. Warte mal, dann holen wir uns erst. Wir müssen ja auch nicht unbedingt kämpfen, aber das gibt. Oh, halt, da ist auch einer. Stopp, 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 stopp. Der guckt nach da. Wo ist der Soldat? Da sind die Soldaten. Ah, okay, die gucken. Leise schleichen. Gott, guck mal, hier hinten komme ich gar nicht weiter. Ich muss da in die Richtung von den anderen.
Da oben. Irgendwo ist noch die Zweierpatrouille. Stopp. Nee, greift ihn einfach offen an, der hat uns jetzt entdeckt. Ganzer Trupp. Ist der andere Trupp. Die können halt komischerweise auch da hochgucken, ja. Wir gehen mal hier in weiche Deckung. So, und lassen wir erstmal die Scharfschützen angreifen. Hatten wir nicht zwei? Achso, nee, der eine ist ja noch. Ach, der eine Scharfschütze ist ja noch in. In Dingsbums. Wie weit können wir denn Steine schmeißen? Ah, jetzt haben die uns, glaube ich, gesehen. Okay, du greifst. Ne, erstmal alle außen. Stealth holen. So. Wie viele Granaten haben wir denn dabei? Reicht nicht. Dann greif ganz normal den an. Ganz normal den an. Ganz normal den an. Und Mr. Sniper nimmt den zweiten. Und du nimmst auch den zweiten. Ist jemand verletzt? Ja, er ist verletzt. Du kannst mal stabilisieren. Nee. Also. Sehr schön. Und leise weiter. Hier war irgendwo, da ist Treibstoff. Nee, Stoff. Nur Stoff. Ohne Treib. Hundertfünfzig Stück gleich. Hier stand nämlich der eine. Mal stopp, liebe Leute, kurz. Hier stand nämlich, glaube ich, der eine Soldat noch. Ja. Das ist irgendwie eine Alarmglocke. Oh, hier ist auch noch mal was, ein Sanitätskasten. Ja, jetzt haben wir wieder zwei Sanitätskasten bekommen, glaube ich. Ah, und da ist noch einer. Okay. Ich glaube. Wir schicken jetzt mal einen vorsichtig vor.
Oh, der bewegt sich sogar. Der guckt immer noch nach hinten, der guckt nach da. Ist er noch im Schleichmodus? Ja. Das sind jetzt mehrere. Wir können uns leider nicht wirklich hinlegen, ja. Das müsste reichen, das müsste... Nein! Da ist noch einer. Wir versuchen mal einen Stealth. Der geht sogar ein ganzes Ende weiter jetzt. Da kommt er zurück. Der sieht mich, der sieht mich. Na, der hat mich gesehen. Zurück, zurück, zurück. Verdammte Axt. Und der holt jetzt hier... Ach. Der holt jetzt Verstärkung garantiert. So, wir brauchen jetzt ordentlich Deckung. Das ist unser Scharfschütze. Die Deckungen sind hier alle aber nicht so toll. Doch, du gehst mal dahin. Nee, halt. Du gehst mal dahin. Du gehst mal dahin. Du gehst mal dahin. Sanitäter, ihr bleibt mal so ein bisschen außerhalb. Und... Erstmal dahin. Und du kommst mal ganz, ganz schnell mit zurückgelaufen hier. So. Baut er das auf? Du sollst das aufbauen. Die Feinde haben Alarm geschlagen. Okay, er baut's auf. So. Granate, kommst du schon ran da hinten? Das ist sehr gut. Kannst du schon mal eine da reinwerfen. So. Mr. Sniper. Die haben ja, glaube ich, erstmal nur einen gesehen von uns. Erkenne ich jetzt, ob ich den in Reichweite habe oder nicht? Nee, guck mal, da steht, ist ein Fußzeichen. Das ist jetzt ein reines Angriffszeichen. Wenn wir in Deckung bleiben, werden wir irgendwie getroffen? Guck mal, der hat uns im Blick, glaube ich, ne? An denen am dürfsten ran. Am besten auch mit einer Granate, glaube ich. Ah,
geht nicht. Komm mal hier, du musst mal jetzt hier hinrennen. Feuert der auch? Das ist auch noch ein Stealth. Guck mal, der geht ein bisschen dichter ran. Na, jetzt rennen die. Jetzt rennen sie und gehen natürlich dann nicht mehr in die. Das ist auch noch im Stealth, deswegen schießen die nicht. Aber an den kommt er nicht ran, oder? Warum hat denn der Nahkampf? Hat der keine Waffe dabei? Doch. Kann sie nicht schießen? Angreifen. Mit dem Gewehr. Oder die sind nicht in Reichweite. Ah, guck mal. Die sind nämlich irgendwie nicht in Reichweite, bis auf den hier. Hä? Das verstehe ich gerade wirklich nicht. Warum zeigt er die Faust an? Nimm doch mal deine Waffe in die Hand. Hat der keine Waffe? Ist es vielleicht wirklich jemand, der gar keine Waffe hat als Granatwerfer? Doch. Ah, wisst ihr was? Es ist, glaube ich, angeklickt hier, oder? Nee. Alter, nimm jetzt deine Waffe in die Hand. Ich krieg hier die Krise, mein Freund. Krieg ich das hier wieder klein? So, ne? Ja. Ich weiß es nicht, warum der hier nicht feuern will. Du bist echt nicht gut, mein Freund. Also das ist gerade nicht gut, was du machst. Geh mal in Deckung. Ah, jetzt hat er wieder seine Waffe genommen. Okay, da muss er erst irgendwie wechseln. Und jetzt hat der hoffentlich auch seine Waffe in der Hand. Der kann immer noch nicht. Das ist nicht gut. Die Steuerung muss ich mir wirklich erst noch gewöhnen, ne? Da nicht ran aus der Entfernung. Der Kegel ist, glaube ich, zu gering, oder? Mal. Der ist verletzt, das geht aber noch. Greif mal einfach so an. Verstehe nicht, warum er nicht angreift. Jetzt greift er an. Okay, huh. Ey, Steuerung, da muss ich mich wirklich dran gewöhnen. Eieieiei. So, wir lassen mal wieder einen verbinden hier ein bisschen.
Guck mal, die sind noch im Stealth. Da haben wir wieder ein paar Granaten. Eine haben wir bekommen. Was haben wir da? Maschinengewehrmunition. Kann man das irgendwie kaputt machen? Schon wieder einer, der hat den Kampf nicht mitbekommen. So, ich guck mal, ob man das irgendwie sabotieren kann. Symbol ist da für die Hand. Ja, er macht das, glaube ich, jetzt kaputt. Yes, okay. So. Komm, wir gehen mal schnell hier. Gucken, ob da was zum Looten ist. Haben wir denn jetzt schon wieder einen entdeckt? Oh, eine Zweierpatrouille nochmal. Da ist der Wagen. Nein, halt. Ihr sollt euch nicht bewegen. Und was jetzt? Wir lassen den Feigling einfach laufen? Major Gastik würde nicht wollen, dass wir nur aus einem Gefühl der Rache unser Leben aufs Spiel setzen. Wir sollten nach Hauptmann Langer suchen, wie unser ursprünglicher Befehl lautete. Er war für eine Weile in Moskau stationiert und muss einen Plan haben, wie wir hier rauskommen können. Triff dich mit Langer. Wahrscheinlich das grüne Symbol, ne? So, die zwei kommen. Ich werde aber, glaube ich, wirklich Kämpfe mitnehmen, so weit wie es geht, weil das Erfahrungspunkte bringt. Das heißt, wir lassen die Patrouille nochmal weggehen. Dann verstecken wir uns in der Deckung. Und dann greifen wir die an. Da ist nochmal Stoff. Warte mal, die Sanitäter können sich erstmal hier hinten verstecken irgendwo. Ich greife den erstmal an. Und halt. Und jetzt greift ihr den an. Okay. Keine Verletzten. Sehr schön. So, die Zeit ist aber eigentlich auch schon wieder um. Und wir werden hier einen Cut machen. Wie weit könnt ihr denn gucken? Okay. Ja, wir können hier dann rumgehen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!